Willkommen zum Gig Sonntagskick, Vierersonntag in der Osterzeit. Heute ist der gute Hirte Sonntag, aber es gibt auch schlechte Hirten. Wir haben ja einen ungewöhnlichen kalten April, finde ich, dieses Jahr. Und die Frühlingsgefühle kommen gar nicht richtig auf. Und vielleicht ist es auch so mit den Ostergefühlen. Ja? Wir kommen gar nicht richtig in die Gänge mit dieser Freude, weil so viele, würde ich mal sagen, Alltagssorgen uns davon abhalten und schlechte Nachrichten und so weiter. Aber heute ist der gute Hirte Sonntag und Jesus, wie die letzten Tage, versucht unseren Glauben zu stärken. Glaubt nur. Verkündet, geht hinaus in die Welt, habt keine Angst, ich habe die Welt besiegt und so weiter. Also, er schenkt uns diese Kraft des Auferstandenen. Er möchte, dass wir mit dieser Staffel weiterlaufen, Mut haben, alles geben. Und heute gibt er uns ein sehr, sehr gutes Vorbild mit dem guten Hirten. Er selbst ist der gute Hirte, natürlich der gute Hirte. Und auch ich in meinem Hirtenamt teile nur in seinem Hirtenamt. Er ist der universelle Hirte für die ganze Welt. Die ganze Menschheitsfamilie möchte er zusammenführen in eine Herde, ein Hirte. So, er gibt uns diese ganz starken Bilder. Und der heilige Augustinus hat auch viel darüber geschrieben. Und er warnt, es gibt gute Hirten, es gibt einen schlechten Hirten. Es gibt einen guten Hirten, der führt uns auf die Weide des Lebens. Es gibt einen schlechten Hirten, der führt uns auf die Weide des Todes. So, wir dürfen uns nichts vormachen, wir müssen uns entscheiden. Wir gehen dem Hirten nach, den wir wählen. So, und Jesus sagt, komm zu mir, dem guten Hirten, und er warnt auch vor diesen Hirten, die angeheuert sind, die ihr Leben nicht hingeben wollen. Also es gibt Hirten, die können mich sammeln, und es gibt Hirten, die es zerstreuen. Und an den Schafen erkennt man eigentlich, an der Qualität der Schafe, an ihrem Zustand, an ihrem Glücklichsein, an ihrer Gesundheit, wie eigentlich die Intention des Hirten ist. Ist das ein guter Hirte oder ist es ein schlechter Hirte? Ist es ein Hirte, der sammelt oder der zerstreut? Ich habe gute Erlebnisse gehabt aus der DDR, wo ich aufgewachsen bin. Und wir hatten Pfarrer und Kapläne, die waren wirklich gute Hirten, fand ich. Die waren ja abgeschnitten, die durften nicht ins Krankenhaus, durften nicht in die Schulen, durften nicht ins Gefängnis. Die Kirche wurde in so ein Ghetto reingetrieben. Ne? Aber das war vielleicht gar nicht so verkehrt in einer gewissen Weise, weil dadurch ist eine sehr, sehr starke Verbindung gewachsen. Wir haben uns wirklich als Herde, als Familie verstanden, unter einen Hirten. So, und ich hatte Probleme einmal in der Schule, zum Beispiel Ostermontag war normale Schule. Wir durften aber frei nehmen, Pfingstmontag auch. Wir durften als Katholiken, als Lutheraner frei nehmen. Aber ist natürlich nicht gemacht worden. Man hat Schwierigkeiten bekommen, wenn man das irgendwie in Anspruch nehmen wollte. Ne? Und da hat der Kaplan meiner Heimatgemeinde gesagt, ich komme in die Schule, ich rede mit den Lehrern. Ich sage, lieber nicht. Aber es war für mich ein sehr, sehr wichtiges Zeugnis. Also der verlässt seine Sicherheit und er will sich für mich einsetzen, das ist bestimmt unangenehm für ihn. Ja? Das ist nicht einfach, damals mit den Kommunisten zu reden. Ja? Die waren richtige Betonköpfe. Ja? So, und denke ich mir, das ist ein sehr, sehr gutes Zeugnis für mich gewesen, auch dann später Priester zu werden, Ordensmann zu werden. Ich möchte mich einsetzen, ja, für die Familie Jesu. Ich möchte alles geben, in der Ganzhingabe leben. So, und wir Priester, wir Hirten, haben letzten Endes nicht so viel Auswahl. Ja? Wir leben für Gott, wir bleiben beim guten Hirten oder wir gehen auf Abwege. Also eine Haushälterin hat das mal so gesagt von einem guten Pfarrer. Die hat gesagt, also es gibt drei Möglichkeiten für einen Priester, eucharistische Anbetung, Drogen oder Sex. So, ein bisschen deutlich gesagt, aber unter Drogen gibt es eben auch Hobbys, Sport übermäßig treiben, Tabletten, Alkohol, Fernsehen. Da gibt es eine ganze Palette von Drogen, die man dann, wo man sich ablenken kann. Ne? Das sind nämlich alles Schmerzmittel auch. Diese ganze Sexualisierung der Gesellschaft ist eine große Ablenkung. Aber wir müssen beim Hirten bleiben.
in seiner Nähe bleiben. Im Heiligen Land gibt es einen Unterschied von den Hirten zu unseren. Die gehen der Herde voran im Heiligen Land. Bei uns laufen die hinterher, die gucken dann. Aber im Heiligen Land kann man das ganz genau beobachten. Die gehen voran. So, und die Schafe hinterher, die hören die Stimme. Deswegen benutzt auch Jesus diese Vergleiche. Also, wir können mal schauen, welche Hirten in Deutschland gehen voran? Welche schlendern irgendwo hinterher? Ja, so, alles ist ein Leitungsproblem. In jeder Firma, in jeder Gesellschaft, in jeder Ordensgemeinschaft, auch in der Kirche, Diözese, gibt es, wenn es Probleme gibt, hängt es mit der Leitung zusammen. Also wir müssen für unsere Hirten beten, wir müssen denen helfen auch, vielleicht sogar einen Brief mal schreiben, ich sehe das so und so, oder ich bete für dich, halte durch oder bessere dich, du gehst auf Abwege. Ja? Wir haben diese in einer Familie, diese Verantwortung. Ja? Sammelst du noch oder zerstreust du schon? Ja? Ist die Hirte gesund oder wird die immer kleiner jedes Jahr? Da gibt es doch ein Problem. Also es hängt doch noch von vielen anderen Aspekten ab, aber denke ich mir, wenn das sich länger über Jahrzehnte wiederholt, dann ist ein Problem da. Ja? Also wir müssen wieder Hirten nach dem Herzen Jesu werden. In meinem Priesterseminar haben wir jeden Tag für dieses Hirtenherz gebetet. Und das, denke ich mir, kommt vielleicht auch ein bisschen durch. Das ist eine Gnade, die man geschenkt bekommt als Priester, dass man auf einmal, will ich mal sagen, für die Herde denkt. Man fiebert mit, man gibt alles für die Herde, man wird großzügig. Ja, man schaut nicht mehr auf die Zeit, nicht mehr auf die Gesundheit, nicht mehr aufs Geld, sondern wie geht es den Schafen? Das ist wichtig. So, und ich denke mir, das brauchen wir in Deutschland, wir brauchen eine Kehrtwende. Und denke mir, diese Zeit schenkt uns Gott, dass wir enger zusammenkommen, dass wir wirklich uns als Familie verstehen, eine Hirte, eine Herde, ein Hirte. Und das wird auch deutlich in Bischöfen, in Priestern, dass wir aber auch wirklich diesen Weg gemeinsam gehen, dass wir, würde ich mal sagen, nicht als Schafe sagen, hey, mach dich mal weg, wir können alleine auskommen. Ja? Du bist hier eine Karikatur oder sowas, sondern dass wir uns helfen. Sehr, sehr wichtig. Wollen wir um Gottes Geist bitten? Wir sind ja vor Pfingsten. Wir brauchen diese Hilfe von oben, die Weisheit, die Gaben des Heiligen Geistes, dass wir den nächsten guten Schritt gehen in unserem Leben, in der Nachfolge Jesu Christi, des universellen guten Hirten. Und dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war der Kick, Sonntagskick zum guten Hirten Sonntag. Bleiben wir in einer Herde unter einem Hirten, dem universellen Hirten Jesus Christus, beten wir für unsere Hirten. Es ist nicht einfach, in Zeiten der Verwirrung klar zu bleiben. Also, Gott segne euch, jeden guten nächsten Schritt. Euer Pater Paulus Maria.